Moin Leute, Oskar wieder hier mit einem komplett neuen Spiel hier in meinem Kanal und auch ziemlich neu auf Steam. Beziehungsweise es ist eigentlich noch gar nicht wirklich auf Steam. Das hier ist jetzt gerade nur eine Demo-Version, die ihr jetzt noch, je nachdem wann ihr jetzt gerade guckt, für ein paar Tage auf Steam euch runterladen und spielen könnt. Habt ihr so ungefähr eine Stunde Gameplay und macht Spaß. So, was ist das Ganze? Ihr baut hier eine Burg. Das Ganze erinnert so ein bisschen an Foundations. Ihr baut euch hier eure Ländereien auf. Müsst hier, muss man eben den Tutorial-Kram hier wegmachen, baut eure Ländereien auf, lauter Sachen, die ihr kennt, ihr braucht Gebäude, wo eure Leute drinnen leben. Ihr braucht, scheiße, jetzt habe ich hier gerade total verkackt, nein, Ressourcen, wo sind denn Ressourcen da? Ihr braucht eine Sägemühle, wo halt eure Arbeiter, ja, halt eben Holz hacken gehen können. Ihr braucht Platz für eure Leute zum Wohnen und ja, könnt eure Leute allen möglichen Kram hier im Spiel bauen lassen, bis das Ganze hier irgendwann mal eine ausgewachsene Burg wird. Müsst die natürlich einteilen zum Arbeiten, sonst machen die nichts, die faulen Säcke. Ja, wie gesagt, am Anfang müsst ihr hier Ressourcen sammeln. Ihr habt hier Gold, Nahrung, Steine und Holz im Spiel. Die, womit ihr allen möglichen Kram bauen könnt. Von normalen Wohnhäusern, eine Bauarbeitergilde, die halt zerstörte oder beschädigte Gebäude wieder repariert. Eine Kirche, da können eure Einheiten wieder belebt werden. Die üblichen Ressourcengebäude, eine Farm, Bauernhof, Windmühle zum Produktionssteigern, eine Jägerhütte, eine Fischerhütte, eine Säge, bla und alles Mögliche. Die ihr bauen müsst. Die könnt ihr nicht einfach irgendwo hinbauen. Da braucht ihr bestimmte Felder. Also das Spiel hier ist in so Felder unterteilt, wo ihr jeweils immer zu eurem Claim angrenzende Felder einnehmen könnt. Dazu klickt ihr da einfach auf das Ding drauf, geht auf Capture. Das kostet eine bestimmte Menge an Holz. Die müsst ihr natürlich haben. Und dann könnt ihr da jetzt halt auch bauen. So, das ist jetzt hier ein Gebäude hier. Ein Gebäude in Feld. Hier habe ich Ressourcen. Nämlich Holz zum Bauen logischerweise und Schafe. Daraus kann ich Nahrung herstellen. Dafür brauche ich, um die irgendwie nutzen zu können. Upp, wo ist da ein Feld? Nein, eine Farm. Ihr seht jetzt hier, das Ding ist jetzt grün geworden, das Feld. Das heißt, jetzt wo ich die Farm hier ausgewählt habe, ist das Ding grün. Und sagt mir damit an, ich kann das Ding nur dahin bauen. Ich kann die nicht hier hinbauen, mal davon abgesehen, dass hier kein Platz ist. Aber ihr braucht halt eine passende Ressource in dem Feld, was ihr eingenommen habt. Genauso, wenn ihr irgendwann weit genug seid, könnt ihr eine Fischerhütte bauen. Die kann ich hier nirgends bauen. Die kann ich hier nicht bauen. Die kann ich hier auch noch nicht bauen, weil ich das Feld nicht eingenommen habe. Also gehe ich kurz auf das Feld, gehe auf Capture und baue jetzt gerade keine Fischerhütte, weil ich nicht genug Holz habe. Dann müssen meine Holzfäller eben kurz sammeln. Ja, so sieht das Ganze ungefähr aus. Das, soweit kennt ihr das. Das sieht so ein bisschen aus wie Foundations oder so. Altbekannter Kram. Habe ich hier welche zugewiesen? Nein. Das ist so ein Ding, das Spiel sagt euch nicht wirklich, wenn ein Gebäude hier fertig ist. Also gut, ihr seht das. Später habt ihr einen ganzen Haufen Gebäude stehen. Da wird das unübersichtlich. Es wäre cool, wenn da irgendeine Info vom Spiel kommen würde, irgendein Sound oder ich weiß nicht was, was euch halt sagt. Hier, Achtung, Ding ist fertig. So. Ding ist fertig und denkt dran, teil der Arbeiter ein. Macht das Spiel nicht von alleine, aber nicht so schlimm. Das ist halt, wie gesagt, noch nicht mal in der Early Access oder so. Das hier ist jetzt noch eine Pre-Alpha irgendwas Demo-Version. Da können noch Sachen fehlen. Ist nicht so das Schlimmste der Welt. Gut, ich baue hier jetzt mal eben kurz ein bisschen auf. Das Ganze dauert so ungefähr, die Demo dauert ungefähr eine Stunde und ich will jetzt hier nicht eine Stunde lang ein Video machen, in dem ihr dann alles sehen könnt. Ich schneide hier hin und wieder mal rein und zeige euch immer so ein bisschen Fortschritte, die ich gemacht habe. Jetzt am Anfang, wie gesagt, das Übliche, paar Gebäude aufbauen und ja, wie auch immer, ich bin dann gleich wieder bei euch. So, bin und war hier jetzt so ein klein wenig am Bauen, habe hier nochmal so ein, zwei Häuser hingestellt, habe da hinten eine Fischerhütte, habe was eingenommen. So, jetzt kommt die erste Nacht. Ihr werdet hier jede Nacht von immer mehr und mehr Gegnern angegriffen. Die kommen immer aus der Richtung, wo die Fackeln hier blau sind. Also ihr habt hier um euren Claim rum überall Fackeln zu stehen.
Da, wo ihr als nächstes angegriffen werdet in der nächsten Nacht, leuchten die Fackeln blau. In der ersten Nacht ist es noch relativ undramatisch, da kommen zwei Typen angerannt. Die Einheiten, die ihr da braucht, um euch zu verteidigen, die schenkt euch das Spiel hier sozusagen. Ab jetzt bisschen Gas geben und Zeug weiter aufbauen. Ja, so, ich habe hier jetzt die nächsten beiden Typen, die ich hier irgendwo verfügbar habe, die setze ich dann gleich mal in meine Angelhütte hier rein, meine Holzarbeiter, meine Bauarbeiter hier, Holzfäller, jetzt habe ich das richtige Wort, meine Fresse, sind hier noch munter am Holzhacken die ganze Zeit. Das machen die übrigens nur in Bereichen, die ihr eingenommen habt, die ihr kontrolliert habt. Also wenn alles an Bäumen hier in diesem Bereich, den ich ja halt, wie gesagt, kontrolliere, wenn da alles gefällt ist, dann stehen die rum, drehen sich in der Nase und warten darauf, dass die Bäume wieder wachsen. So, jetzt habe ich hier einen, der hat nichts zu tun. Den lasse ich mal eben was bauen. Und zwar nehme ich erstmal das Gebiet hier vorne an. Das hier ist wichtig. Dieses hier, das ist kein Gold, das ist Sonnenstein. Hat aber im Grunde genommen die gleiche Funktion wie Gold in den anderen ATS-Spielen, also in den Real-Time-Strategy-Spielen. Ihr braucht Gold, um Militär aufzubauen. Ja. Dazu braucht ihr ein Ressourcengebäude. Ein Ressourcengebäude. Das ist der Sunstone Workshop. Den müsst ihr hier in so ein Feld reinbauen, wenn ihr das dann kontrolliert. Dass euch hier Gold sozusagen abgebaut, geschürft oder wie auch immer wird. Wichtig. Braucht ihr, um eure Dorfbewohner, von denen ihr immer mehr und mehr euch zulegen solltet. Also immer, wenn ihr könnt, Häuser bauen, dass hier mehr Leute rankommen. Die könnt ihr dann nicht nur irgendwo in euren Dingern hier, in den Werkstätten und so weiter, in den Ressourcengebäuden einsetzen, sondern auch, wenn ihr später eine Kaserne und einen Bogenschießstand gebaut habt, könnt ihr die zu Bogenschützen oder Soldaten ausbilden, die ihr braucht. Oh ja, die braucht ihr. Ja, hier ist jetzt wieder einer am Bauen und baut vor sich hin und ich bin gleich wieder da und zeige euch mal, wie das hier so weiterkommt und geht und überhaupt. So, jetzt sind meine Leute hier die ganze Zeit so, ja, am Bauen und am Bauen und am Bauen. Das ist ganz schön anstrengend und ihr seht dann hier oben, hier ist die Stimmung von meinen Leuten angezeigt und die ist dann irgendwann nicht mehr so dolle. Und das schlägt sich darauf nieder, wie schnell denn neue Dorfbewohner, wenn ich den Wohnraum habe, hier nachspawnen. Um das Ganze irgendwie so ein bisschen beschleunigen zu können, klickt man hier auf Taverne bauen und baut ihn hier mal eine Kneipe hin. Na, da freuen die sich, Stimmung geht hoch. Leute leben hier lieber, leben hier gerne und spawnen schneller. Nebenher immer zusehen, dass ihr Gebäude baut. Nahrung müsst ihr sehen, dass ihr da was am Laufen habt. Ja, das ist das, was jetzt hier gerade so einigermaßen wichtig ist. Jetzt habe ich hier gleich hoffentlich irgendwann mal, dauert noch einen Moment oder zwei, nicht genug Holz zusammen. Und kann mir hier meine Kaserne und das Bogenschützen, ja, den Schießstand halt bauen für meine Bogenschützen. Bogenschützen sind das Ding hier im Spiel. Später habt ihr hier Türme und Mauern um euren Bereich rum. Ihr setzt die dann einfach auf den Turm drauf und ja, ein ganz großer Teil von den Angreifern da, der ist, der kommt gar nicht lebendig an die Mauern ran. Der wird einfach von den Bogenschützen zerballert. Zumindest jetzt gerade in der Demo. Ich kann mir gut vorstellen, dass die irgendwann das Ganze noch mal ein wenig balancieren, dass die Gegner hier ja irgendwie Chancen haben, zumindest den Mauern nahe zu kommen. So, Taverne läuft jetzt, ist gebaut. Da ist jetzt ein Angestellter drin und zack, bumm, seht ihr hier meine Stimmung oder die Stimmung von meinen Dorfbewohnern und meine natürlich auch. Ist von minus 1 auf plus 3, das heißt, die spawnen jetzt auch schneller. Ich habe hier jetzt gerade 12 Leute bei mir zu wohnen im Dorf. Die sind hier irgendwie am Holzhacken, Gold abbauen, Schafe scheren, angeln und ich weiß nicht was. Das muss ich natürlich hochbringen. Das bringe ich hoch, indem ich Häuser baue. Häuser, Häuser und noch mehr Häuser. Und ganz wichtig dann... Ach, jetzt ist die erste Nacht. Ich hoffe, ich überstehe die. Ich habe jetzt ein bisschen gepennt, weil hier mit hin und her schneiden und Kram erklären, da vergisst man immer ein bisschen was. Werd hier jetzt gerade angegriffen von der nächsten Welle sozusagen. Die ist zum Glück noch nicht so stark. Und das sieht so aus, als wenn meine Leute das ganz gut schaffen. Ihr seht hier, die Gesundheitsbarren werden nur von den angeschlagenen Einheiten angezeigt. Und ja, habe jetzt einen verloren, drei verletzt, einer hat gar nichts abgekriegt. Das ist ganz in Ordnung. Und
Das Gute ist, hier später im Spiel könnt ihr eine Kirche bauen. Und an der Kirche werden eure Einheiten hier wiederbelebt. Wenn ihr oben hinguckt, wird euch angezeigt, eure Armee, wie viele ihr habt. Ich habe jetzt gerade 4 und einen, der ist gelb. Das heißt, der ist tot. Der kann aber in der Kirche, wenn ihr die dann gebaut habt, dafür braucht ihr Steine, kann der wiederbelebt werden. Braucht ihr halt ein paar Arbeiter in der Kirche, Priester, die stehen da draußen, wedeln mit dem Zauberstab und die Typen spawnen wieder. Das ist relativ angenehm. Ja. So, weiter. Eine Kaserne wollte ich bauen, genau das war's. Military-Gebäude. Eine Archery-Range, setze ich hier einfach mal hin. Und eine normale Kaserne kann ich auch bauen. Baut die nicht zu dicht zusammen und setzt vor allen Dingen den Spawn für eure militärischen Einheiten, also für Infanterie und für Fernkämpfer, so ein bisschen auseinander. Das ist momentan noch, zumindest hier in der Demo, so ein bisschen nervig, die zu gruppieren und umzugruppieren und überhaupt. Und ihr wollt ja nun die Bogenschützen nicht dahin schicken, wo ihr eure Infanteristen und umgekehrt hinschickt. Na, das kommt nicht so ganz gut. Aber mal schauen, eins von den Gebäuden sollte jetzt gleich fertig sein. Hoffe ich doch. Meine ich jetzt gleich. Letzten Schläge. Komm, hier vorne. Das Bogendingens ist fertig. So, ich habe jetzt gerade 4. Das wird hier unten links auf dem Bildschirm angezeigt. 5 Dorfbewohner, die nichts zu tun haben. Die kann ich für 100 Gold zum Bogenschützen ausbilden. Ihr seht jetzt, die laufen von hier darüber in das Bogentrainingscenter. Fangen an mit Bogenschießen. Jetzt ist hier so ein Fortschrittsbalken, das füllt sich hier langsam auf. Und wenn sie genug geübt haben, sind sie Bogenschützen und freuen sich. So. Dann, ich hatte ja irgendwas erwähnt von, ihr könnt sehen, von wo ihr angegriffen werdet. Jetzt empfiehlt es sich am Anfang, vor den ersten oder bei den ersten 1-2 Nächten oder so. Guckt ihr hier blaue Fackel, von da kommen sie. Das heißt, dann baut ihr da auf eine Fackel direkt einen Turm. Bam, bam. Die greifen jetzt immer noch aus der Richtung an, also die Gefahr ist da jetzt nicht gebannt, dadurch, dass ich da einen Turm hingestellt habe. Aber ich kann meine Bogenschützen, wenn der Turm dann irgendwann mal fertig gebaut ist, oben auf den Turm draufsetzen. Und dann irgendwann, das ist ein anderes gutes Ding, in ungefähr 4,5 Minuten, das ist das Teil, wenn ich hier in der Mitte raufgehe auf diese Sonne. Ich habe hier noch 4,5 oder 4 Minuten 20 Sekunden jetzt lang Tag, Tageszeit. In der Nacht werde ich angegriffen. So, das heißt, ich habe jetzt noch 4 Minuten, um hier ein bisschen zu bauen, mich vorzubereiten. Setz jetzt auf die fertigen Türme, da seht ihr jetzt auch die blauen Fackeln am fertigen Turm. Jeweils 2 Bogenschützen drauf. Zack. Schon einmal eine Infanteristen, setz die hier irgendwo hin. Und lass alles gut werden. Hoffe ich zumindest. So, ja. Wieder kurzer Schnitt. Bin dann gleich wieder bei euch, wenn hier wieder irgendwas anderes Interessantes vonstatten geht. So, noch ungefähr 1 Minute, 56 Sekunden, bis ich wieder angegriffen werde. Jetzt habe ich hier ein paar Bogenschützen gebaut, ein paar Infanterietypen hier rumstehen, ein paar Fußsoldaten. Davon baue ich mir gleich noch mal ein paar mehr. Ich habe hier verschiedene, ich gehe mal eben ganz kurz, eine Sache, die ich euch noch nicht gezeigt habe, man kann das Spiel hier langsamer machen. Jetzt läuft das in 25% der normalen Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt hier so ein bisschen A, in einem YouTube-Video mich totsammeln will oder B, mal eben kurz schauen will, wie ich hier was noch wo bauen muss, hilft mir das ungemein. So, in der Kaserne, das Ding hier vorne, kann ich mir Fußtruppen bauen. Da habe ich 3 verschiedene. Ich habe hier einmal die ganz normalen Schwertkämpfer, die guten Schaden und guten Schutz haben. Das sind halt die mit dem Schwert, mit Schwert und Schild. Dann habe ich hier welche, die mit dem Zweihänder rumrennen, Ritter. Der hat aber kein Schild, der steckt ein bisschen weniger ein, teilt aber dafür besser aus. Und meine Lieblingseinheit, der Pikenier, Pikeman. Der hat eine etwas längere Reichweite und vor allen Dingen kann der seine Gegner stunnen, also betäuben. Also wer schon mal irgendwann ein RPG in irgendeiner Art, Form und Weise gespielt hat, weiß, dass Stun oder Crowd Control allgemein total geil und kampfentscheidend ist. Möchte man haben. Davon baue ich mir mal 2. Kann dann hier den Rally Point von meinen Infanteristen mit der Fahne setzen. Da klicke ich einfach mit rechts hin, wo ich halt möchte, dass sie da halt eben spawnen. So, dann habe ich noch ein anderes Ding, was ich euch mal eben zeigen will, was für die Nacht auch nicht unwichtig ist. Ich kann hier Mauern bauen aus Holz. Die setze ich hier einfach auf so ein Ding rauf. Die kosten 150 Holz pro Segment. Also jetzt hier 3 Segmente zwischen den beiden Türmen. Werden jetzt gebaut.
Da kommen jetzt hier irgendwann gleich Dorfbewohner angeschlichen. In 25% ihrer normalen Geschwindigkeit, die an sich auch nicht so wahnsinnig schnell ist. Und die bauen das. Ich gehe mal eben jetzt hier wieder auf normal rüber. Wie gesagt, die drei Typen jetzt bauen das und werden unterwegs von Wölfen gefressen. Das ist total ungünstig. Da werde ich mal gleich nach dieser Nacht zusehen, dass ich die Wölfe hier mal irgendwie erledigt kriege, dass sie mir nicht andauernd die Dorfbewohner wegfressen. Weil das ist natürlich ganz schlecht. So, jetzt ist Nacht. Ein bisschen zu spät angefangen mit der Mauer. Jetzt ist Nacht. Die geht relativ schnell um, wenn ihr hier auf diesen Kreis guckt. 48 Sekunden geht die noch. Jetzt werde ich hier angegriffen von irgendwelchen, keine Ahnung, Orks, was auch immer das sein sollen. Kräfte der Nacht, des Mondes, Luna, the Luna People, die Mondmenschen. Verehren den Mond, ich habe keine Ahnung. Ihr seht schon, was ich gerade eben gesagt habe mit den Bogenschützen. Die machen da relativ schnell kurzen Prozess mit denen. So, jetzt habe ich hier mittlerweile zwei Leute, die unglücklicherweise verstorben sind. Muss ich mal zusehen, das Spiel verlagert sich eh jetzt gerade da vorne hin rüber, dass ich weil die Wölfe hier abschalte, dass hier nicht andauernd meine Dorfbewohner aufgefressen werden. Und B, ich gehe mal wieder auf ein bisschen langsamer, solange ich am Erklären bin. B, zwei Sachen jetzt hier vorne. A, werde ich von hier als nächstes angegriffen, das ist das eine und das andere. Hier vorne ist ein Gebiet mit Steinen drauf. Das nehme ich gleich mal ein. Baue mir da ein Ressourcengebäude hin, nämlich hier den Steinbruch. Dadurch kriege ich jetzt Steine zusammen. Die brauche ich für zwei Sachen, also zumindest jetzt gerade in der Demo, für zwei Sachen. Zum einen zum Kirche bauen. Das Ding, was ich vorhin gesagt habe, da werden eure Typen wiederbelebt. Also die mittlerweile fünf Soldaten, die hier von irgendwas Wölfen und weiß ich nicht was an Viehzeug umgebracht wurden. Von Wölfen und so weiter umgebracht worden, die werden da wiederbelebt. Und die fünf Typen, die da jetzt tot sind, möchte ich auch schon ganz gerne haben. Also wieder haben. Wenn ihr so ein Wolfding hier angreift, da sind erst ein paar normale Wölfe, die kriegt ihr relativ leicht tot. Irgendwann spawnt da Papa Wolf. So ein Boss ist das tatsächlich, das heißt auch dann irgendwie Boss Wolf. Hast du nicht gesehen? Der haut wahnsinnig rein und hat wahnsinnig viele Trefferpunkte. Nicht unbedingt zu empfehlen, da gleich so am ersten Tag mit fünf Soldaten hinzugehen. Die werden dabei draufgehen. So, jetzt habe ich hier meine Soldaten da wieder jetzt mehr oder weniger unbelegt. Bin das Wolfshöhle, wie auch immer, losgeworden. Hab einen Haufen an Ressourcen mittlerweile zusammen, die ich nutzen werde, um den Bereich hier jetzt mal so ein bisschen zu verstärken. Mit neuen Türmen, einer Mauer und überhaupt, dass ich mich hier verteilen kann. Und das geht jetzt hier eine ganze Zeit lang immer so weiter, mit neuer Ecke, aus der ihr angegriffen werdet, ein paar neue Einheiten, die ihr so nach und nach baut. Geht in der Demo bis Tag 8, also Tag 8 nach der siebten Nacht ist der letzte Tag hier, da ist dann Ende. Da bedanken sich die Devs dann nochmal kurz mit einem kleinen Bildschirm hier dafür, dass ihr gespielt habt. Zeige ich euch nachher. Könnt dann aber nicht weiterspielen, da ist auch kein freies Bauen oder irgendwie sowas, da ist dann halt die Demo rum. Wie gesagt, an Spielzeit habt ihr so ungefähr eine Stunde, je nachdem, wie fix ihr denn unterwegs seid. So, baue jetzt mal wieder hier in normaler Geschwindigkeit. Solltet nebenher so ein bisschen eure Ressourcen im Auge haben. Sehe jetzt, dass es so langsam aber sicher mit Essen hier schlecht wird. Also ich produziere weniger, als ich verbrauche. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, wie ich das ändern kann. Eine Sache, halt Trennung, Schnitt. Jetzt sage ich mal etwas anderes. Ihr habt hier so eine Übersicht über eure Gebäude und ob da jemand arbeitet oder nicht. Ich habe jetzt ja vorhin eine Steinmine gebaut, einen Steinbruch. Da arbeitet noch keiner. Klicke ich hier drauf, zack, jetzt arbeiten da welche. Relativ einfaches Ding. Dann muss ich mal zusehen, dass ich ein bisschen mehr Nahrung rankriege, weil ich verbrauche jetzt 230 pro Minute und produziere 160. Das heißt 70, also habe hier einen Arbeiter sozusagen zu viel. Also brauche ich hier mehr Raum sozusagen zum Jagen. Hier vorne sind Wildschweine, neues Jagdgebiet, nehme ich mir ein. Gehe auf die Gebäude, jetzt war das falsche, baue mir hier so eine Jagdhütte hin. Ja, und
lass die dann gleich da irgendwann jagen, da produziere ich dann mehr Lebensmittel, sobald das Ding dann mal irgendwann am Laufen ist. Hier vorne ist mittlerweile ja gebaut, was gebaut werden sollte. Muss mal eben meine Einheiten hier ein bisschen sortieren. Ich hatte vorhin ja was gesagt, dass es mit dem Gruppieren hier so ein bisschen ungünstig ist. Verteile die hier mal eben, die Bogenschützen auf die Mauer bzw. auf die Türme. Nein, du nicht. Verteilen wir die so ein bisschen. Zack, zack, zack. Deswegen solltet ihr so ein bisschen darauf achten, dass die hier nicht alle auf einem Haufen stehen, sich sammeln, eure Einheiten. Also die Infanteristen und die Bogenschützen gemischt, meine ich. Das ist so ein bisschen, ja, nervtötend. So, jetzt eben ein paar Arbeiter in der Steinmine einteilen. Den Rallye-Punkt, den Spawn-Punkt, wie auch immer, von meinen Militärgebäuden ändern. Dahin, wo es morgen dann rund geht. Dahin, gut, so. Bauen wir nochmal zwei Bogenschützen. In der Kaserne baue ich mir nochmal zwei Speerträger, die dann jeweils bei dem roten Fähnchen hier auftauchen. Ja, wie gesagt, das geht dann so weiter und so weiter. Irgendwann ist euer Dorf von der Mauer und von Türmen ziemlich gut umgrenzt. Also die könnt ihr auch jetzt schon bauen. Aber es macht keinen Sinn, jetzt hier hinten irgendwie Ressourcen zu verbrauchen für Türme, wo ihr noch nicht angegriffen werdet. Dafür baut ihr am Anfang besser erstmal einen Haufen Häuser, dass ihr hier mehr Dorfbewohner habt. Werdet so für die Demo gleich immer so bei 40 ungefähr insgesamt. Also 40 Einheiten, Dorfbewohner und Soldaten, die hier halt unterwegs sind. Also so viel Wohnraum braucht ihr halt. So, jetzt, weil das Dorf irgendwann, Dorf sage ich schon, eure Burg, hier irgendwann umschlossen ist, könnt ihr hier ein Tor bauen. Ja. Einfach da, wo eine Mauer ist, hinsetzen. So, jetzt habe ich hier ein bisschen meine Bogenschützen, die da auf der Mauer standen, wo das Tor jetzt gerade neu gebaut wird, so ein bisschen durcheinander gebracht. Aber das ist nicht schlimm. Die muss ich gleich mal eben kurz wieder einmal anschubsen, wenn das Tor gebaut ist. Und dann machen die wieder das, was sie sollen. So, ich sehe jetzt gerade, ich habe hier Steine zusammen. Ein paar. Genug, um mir meine Kirche zu bauen. Die baue ich hier einfach mal so irgendwo mitten rein. Solltet so ein bisschen gucken, dass ihr hier vor eure Kirche, dass ihr da so ein bisschen Platz lasst, weil das ist der Punkt, wo eure wiederbelebten Einheiten sich dann sammeln, wo die erstmal wieder spawnen. Und wenn ihr hier jetzt lauter Gebäude vorhabt, wird das irgendwann ein bisschen nervig mit Anklicken und so weiter und so fort. Verliert ihr die Übersicht. So, jetzt hier eben einmal meine verwirrten Bogenschützen wieder zur Ordnung bringen. Kirche wird gebaut, Infanterie steht hier rum und tut nichts, Bogenschützen auch nicht, das ist aber auch gut so, weil ist noch nichts zum Abschießen, Angreifen oder irgendwie sowas da. So, jetzt habe ich hier Steine, habe die auch über sozusagen. Jetzt sollte ich als erstes mal, ihr habt gerade eben ja gesehen, Nahrung, das ist ein bisschen eng. Jetzt gerade bin ich auf plus minus 0, habe aber noch drei Dorfbewohner, die dazukommen, jetzt bin ich schon bei minus 10, also sollte ich sehen, dass ich meine Nahrungsmittelgebäude upgrade. Dazu, das habe ich jetzt gerade nebenher aus Reflex gemacht. Hier vorne eure Jagdhütte, da habt ihr unten so ein Pfeil, der zeigt nach oben, kostet 20 Steine, klickt ihr drauf, zack, jetzt habe ich hier einen Arbeiterslot mehr und produziere auch gleich mehr. Jetzt produziere ich nämlich gerade einen Überschuss von 30, naja noch 20 ist ein neuer Dorfbewohner gekommen, von 30 Lebensmitteln pro Minute mehr. So, muss ich mal eben kurz schauen, wie das hier, die Fischerhütte, die werde ich auch noch mal eben upgraden. Fischer, Farm. Okay, abgegradet, was abzugraden ist. Paar mehr Einheiten. Ein Pikenier und ein Typen mit dem Schild baue ich mir noch mal eben. Hier noch mal zwei, klicke hier mal auf das falsche Ding, zwei Bogenschützen. Das nächste ist, dann müsst ihr mal gucken, wie ihr, wie viel Gold, oder ich sag mal Gold, Sonnenstein ihr hier produziert. Da zeigt euch ein, das Ding an, wie viel ihr pro Minute produziert, wie viel ihr für eure Armee an Wartungskosten habt. Seht jetzt gerade, ich habe hier jetzt noch 57 in der Minute über, aber weil ich jetzt gerade Ressourcen frei habe, nee, habe ich nicht, aber gleich wieder frei habe, mache ich das hier, grade ich das hier eben schnell ab.
Solltet ihr allgemein machen, alle Gebäude möglichst früh upgraden, da könnt ihr die, zumindest hier in der Demo, euren Steinbruch relativ früh wieder abstellen, die Dorfbewohner woanders einsetzen, die da gearbeitet haben. Ja, neue Einheiten. Irgendwas fertig gebaut, da habe ich zwei neue Bogentypen, gleich mal hier auf die Mauer rauf. Die hier, mal gucken, ja, scheiße, rechtsklicken, nicht links. Lass ich mal erstmal hier in der Mitte stehen, guck jetzt mal, wie sich hier wo die Gegner aufteilen. Von wo die angreifen, recht verteilt. Ihr seht schon, die Infanterie von denen, die kommt hier gar nicht lebendig bei mir an. Die sind hier vorne. Ja, da ist jetzt eigentlich schon nicht viel über. So, jetzt habe ich hier das Problem, dass meine Mauer das Dorf noch, oder meine Burg hier noch nicht umschließt. Das ist verhältnismäßig ungünstig, weil die jetzt hier auf meine Mauern raufkommen und meinen Bogenschützen zusetzen. Die kümmern sich aber selber drum. Ist ein bisschen frisselig hier. Vielleicht ändert sich das ein oder andere hier noch über die Phasen von Early Access und so weiter und so fort. Aber ist alles nicht so schlimm. Haben ein paar Leute verloren, die Nacht überstanden. Und jetzt gleich stelle ich hier einfach mal zwei Typen als Priester mir ein. Und die ziehen sich jetzt eben um, ziehen sich eine Robe an. Zack, und fangen an, hier vorne mit einem Zauberstab in die Gegend rum zu fuchteln. Und beleben die Gefallenen wieder. Bis zur nächsten Nacht sind die wieder da. Natürlich ein bisschen makaber damit so zu planen, aber nun gut. Also, jetzt hier noch ein bisschen was upgraden. Ne, die kann ich nicht upgraden. Taverne, was sagt die Stimmung? Noch plus 4. Setze ich mal ein. Ne, setze ich keinen mehr dazu. Kann ich gerade noch nicht. Hab aber eine Menge Holz, das ich jetzt gerade bauen kann. Praktischerweise werde ich von da angegriffen, wo ich schon mal von aus angegriffen wurde, aus der gleichen Richtung. Da habe ich schon mal angefangen mit Bauen, praktischerweise. Ups, na komm. Bau das hier eben weiter aus. Ein paar Türmchen hin. Weil wer hat, der hat. Die Angriffe, die werden auch von Mal zu Mal stärker, ne? Wie ihr gesehen habt. Also solltet ihr da schon gucken, so, dass ihr hier vernünftig auf- und ausbaut. So. Ihr braucht hier nicht so wirklich drauf achten, wie ihr eure Mauern positioniert, weil ihr habt hier die schöne Funktion, herzlichsten Dank übrigens an die Entwickler dafür, wenn ihr eine Mauer verkehrt rum gebaut habt, also hier diese Balustrade, ich habe keine Ahnung, wie das Ding richtig heißt, in die falsche Richtung zeigt, dann habt ihr hier einen Knopf, dann drückt ihr einmal drauf und dann dreht sich die Mauer hin und her. Ihr müsst das Ding nicht abreißen, neu bauen. Halleluja, das ist das, was mir in vielen, vielen, vielen Spielen vorher gefehlt hat. So, wie gesagt, baue jetzt hier vorne eben ein bisschen aus. Mauer hier hin. Und ich denke mal, mittlerweile habt ihr so eine grobe Idee, wie das Spiel hier funktioniert. Also jeder, der schon mal irgendein ATS gespielt hat, der kennt das eigentlich. Ihr braucht Ressourcengebäude, Leute, die Ressourcengebäude betreiben. Ressourcen zum Aufbauen, zum Ausbilden von Militär, Militär, um Feinde zurückzuschlagen, die hier halt, wie gesagt, recht häufig angerannt kommen. Also das nächste Mal, der nächste Angriff ist in 5 Minuten und 30 Sekunden. Bin jetzt schon am 5. Tag. Also es geht hier voran. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich werde das jetzt hier nicht zu Ende spielen, die Demo zu Ende spielen. Also das geht hier jetzt halt munter so weiter. Ihr spielt halt immer gegen die Zeit so ein bisschen. Müsst eure Ressourcen im Auge behalten. Die Gebäude, die euch Ressourcen produzieren, ausbauen. Habe ich keinen Typen mehr frei? Nee. Nebenher darauf achten, dass ihr euch Häuser baut. So in der Demo zumindest braucht ihr so ungefähr 30, 40 Bewohner. Ja, und baut und baut und baut und sieht zu, dass ihr hier irgendwie nicht auf den Arsch kriegt. Was ist hier als Ausblick für das Spiel? Also erstmal rückblickend auf das, was ich jetzt bisher hier gespielt habe. So ungefähr 3 Stunden. Macht auf jeden Fall Spaß. Nettes, sehr intuitives Spiel. Kleiner Entwickler, das ist ein kleines russisches Team. Ich glaube 2, die das Spiel selber entwickeln und noch ein dritter, der sich um Soundtrack kümmert. Mana Potion Studios heißen sie. Link zum Discord von dem, beziehungsweise von dem Spiel hier, packe ich unten in die Beschreibung.
Und natürlich auch einen Link zu Steam, zu deren Steam-Seite, wo ihr dieses Spiel, je nachdem wann ihr denn jetzt schaut, noch als Demo kriegen könnt, beziehungsweise dann mitbekommt, wenn das in die Early Access geht, am 8.2. kommendes Jahr, eventuell vorher schon, eventuell später, ihr wisst, wie das mit Spiele releasen und so weiter ist, das verschiebt sich immer gerne mal ein bisschen. Guckt da rein, dann natürlich nicht vergessen, klickt hier auf Subscribe oder Abonnieren, wenn ihr hier neue Updates zu Becastled und so weiter von meiner, aus meiner Sicht sehen wollt. Oder halt irgendwelche anderen Spiele, die ich ja mal so anspiele, sehen wollt. Das wird jetzt in Zukunft ein bisschen mehr sein. Hauptsächlich irgendwelcher Independent-Kram in entweder Pre-Release oder Early-Release-Fassungen. Was halt so rauskommt. Wie gesagt, der kleinere Kram. Hin und wieder streame ich das Ganze auch auf twitch.tv/Oskar. Auch da wird irgendwo ein Link in der Beschreibung sein. Guckt auch da gerne mal rein. Wie gesagt, habe jetzt einen Haufen Kram zum Raufklicken, ne? Subscribe, abonnieren, folgen auf Twitch, auf den Discord von den Entwicklern gehen, auf Steam auf die Wishliste drücken, dass das Spiel hier hinzugefügt wird. Und wenn ihr damit rum seid, wünsche ich euch noch einen sehr schönen Tag. Guckt mal wieder rein. Danke, dass ihr reingeguckt habt. Mein Name ist Oskar und wir sehen uns hoffentlich bald wieder.